Herzlich willkommen, liebe Liberators. Heute wieder mit Danny aka Colt und heute mit zwei Special Guests. Einmal den Ex-Animalis Servus. und den Zeni. Servus. Ja, wir spielen, wie heißt das? Spin Tires, genau. 75.000 Euro Kickstarter-Projekt von irgendwelchen Engländern. Und wir stecken alle drei ineinander mit unseren super tollen Autos da. Ja, gibt's um 26 Euro bei Steam, eigene Engine. Was müssen wir machen? Holz sammeln, juhu. Holz sammeln, okay. Ja, Map. Wir müssen die Map auch aufdecken, ne? Ja. Aber Also. hier, wenn wir da runterfahren zum Holz, haben wir wenigstens schon mal einen neuen LKW. Okay. Also, dann fahren wir halt mal dorthin. Im Konvoi. Sehen, ich schalte mal dein Licht ein mit H. Dann cruisen wir mal. Juhu! Sehne aufschließen, wo bist du? Ich steck fest. Am Startpunkt. Ja. Wir schalten Jetzt mal kommt die schon einer. Differentialsperre mit Q aus oder an und Allrad. Allrad mit E. Ah, okay. Das erleichtert das Leben dann doch ein bisschen. Ja, und er fährt natürlich gleich durch die Botanik. Und mit H wie hier Licht schaltest du das Licht ein. Ja, das Licht habe ich angeschaltet. Echt? Das sehe ich bei mir gar nicht, dass du Im das Multiplayer anmachst. sieht man es nicht. Achso. So, rechts vor links, ne? Wurst, Vollgas. Lass du mir die Vorfahrt oder steckst du fest? Na, fahr hopp. Ja, ich steck, warte. Ich schieb dich an. Ja, geh mal Stesser. Jawohl. Das Teamwork. So. Ja, da wo du fährst, das ist gar nicht so schlecht. Da sinkt man nicht so ein, glaube ich. Wie du da davon ziehst. Soll vielleicht auch mal Differentialsperre und Allrad anmachen. So. Bitte, jetzt fahren wir mit unserem russischen Heiseln da. Soll ich euch abholen? Na, dabei geht's. Das Sehen ist sogar so schnell, dass ich ihn jetzt nicht einmal mehr sehe. Ah, da bist Was kommt er da daher? Ich habe meinen kleinen LKW gestohlen. Okay. Müssen wir trotzdem in die Richtung? Ja, wir müssen da unten Holz aufsammeln. Ah, da stehen mehrere von den Dingen rum. Okay, sollen wir alles einen nehmen? Ja. Okay. Aber nicht so fahren wie ich, weil ich bin schon am Dach. Wie wechsle ich das Fahrzeug? Auf F1, da kannst du dann aussuchen, welches Fahrzeug du möchtest. Okay, pass auf, dann nehme ich mal so einen blauen mit Ladefläche. Falls ich da überhaupt fahren kann mit dem. So, ich habe mir mal größere Räder gegönnt. In der Werkstatt. Habt ihr euch wieder zurückgebeamt oder was? Nö, ich stehe da bei dem. Sene, du musst den C4320 aussuchen. Das ist der grüne, große. Na, kannst du nicht mit deinem einfach bei mir Bäumensteine dann raufladen? Du kannst unten, bei Werkstatt kannst du dir sowieso, aber Holz kannst du dir so oder so die Baumstämme automatisch laden. Der Okay. Kahn ist nur, falls du am Weg was mitnehmen möchtest. Okay. Seid ihr beim Holz oder was? Wir sind bei der Garage. Also ich war zumindest bei der Garage gerade. Ich Okay. fahre gerade zum Holz wieder. Wie lade ich das auf? In den markierten Bereich stehen und dann sagt er dir lange, mittlere, kleine. Und dann suchst du dir die mittleren aus. Okay. Aber aufpassen, der Schwerpunkt wird dann ziemlich hoch von Truck. Okay. Position your truck properly, ja. Super, wie? Ja, du musst schön drinstehen, dass wirklich der gesamte Truck mit Anhänger und alles drinnen steht, Ja, ich wenn er stehe markiert. drinnen. Ja, und cruise drin bis herum. Ah ja. Boom, jetzt habe ich Holz oben.
Boah, ja, wie, Alter, wie komme ich da wieder raus? Das ist immer die Frage. Ja, es ist dunkel wie ein Bärenarsch da und jetzt habe ich Holz oben und da gab es ja keine Einfahrt. Ich bin ja da durch den Wald gefahren, dass ich da zum Holz komme. Warum arbeiten wir eigentlich nachts? Weil wir keiner, ne? Sind. Achso, ja. Das ist gar nicht unser Holz, ne? Das ist keine Förster. Wir holen nur ab. Ja, wo ist mein Holz? Keine Ahnung. Gestern war es noch da. Oder tun wir zuerst mal die Map aufdecken, bevor wir Holz sammeln? Ich habe jetzt Holz oben, wo gehört das hin? Auf der anderen Seite der Map hast du einmal unten und einmal oben die zwei Ziele, wo du hinliefern musst. Jeweils 8 Ladungen. Moment, das muss ich mal anschauen. Bei Objective, oder was? Ja. Na, Alter. Viel Spaß beim Hinfahren. Ja, wie geht die offizielle Straße dorthin? Keine Ahnung. So, wie war das nochmal mit Holz aufladen? Wenn du da unten bist, in den markierten Kreis rein, dann kommt, dann ploppt so ein Fenster auf und dann kannst Seni, du da siehst du, siehst du die, die Lampe im Wald? Dort musst du reinfahren. Ich habe keine offizielle Einfahrt dort gefunden, also. Ja, ich bastel mal gerade eine. Wie dreht sich eigentlich mit dem depperten Anhänger hinten um? Ja, ich habe so, durch das Holz wird das ein bisschen steifer. Und ich habe einfach durch pures Lack wieder rausgefunden. Ich drehe gar nicht um mit Holz. Oder mit Anhänger. Ich fahre einfach geradeaus irgendwie. Oder einfach schön gegenlenken ganze Zeit. Funktioniert aber meistens so nicht. So, jetzt bin ich im roten Kreis und dann? Ploppt so ein. Da müsste ein Fenster aufgehen. Das war ganz kurz da. Erst Danny, glaubst du, ich kann dir einen Holzstamm fladern? Keine Ahnung. Kann man den Kram benutzen oder was? Ja. Echt? Ja. Du musst nur zuerst die Träger ausfahren. Ah ja, wie süß. Also da kann man auch die Holzstämme einzeln aufladen, oder was? Ja. Naja, das glaube ich nicht. Na? Das ist wie in der Spielhalle mit den Greifern, mit Teddybären. Ja. Und, kannst du einen nehmen? Du schaffst es. Oh, leider nein! Tja, meine Holzstämme. Er sagt zu mir, you need to install carriage. Mach ich das? Na, hast du nicht den kleinen Anhänger oben? Naja, denselben wie wir. Ich hab denselben wie wir, ja, genau, den großen. Das sollte es eigentlich funktionieren. Die mittleren Holzstämme gehen dann nur. Ich würde da gerne irgendwie Abkürzung fahren da oben, aber da ist leider nichts, ne? Ich habe gerade den Erfolg bekommen, Holzfäller, weil ich hier ein paar Bäume umgefahren habe. Nice. Ich fahr mal die Hauptstraße runter, ihr seid eh zu zweit. Alter, ich komm da nie wieder raus. Ich, so langsam bezweifle ich, dass wir überhaupt jemals irgendeine Ladung anbringen. Ja, die Kameraperspektive ist ein bisschen für den Hugo. Ja, gell.
Bring dein Fahrzeug in Position, Alter! Ja, es muss ganz gerade stehen. Mit Anhänger. Ich hab's geschafft, yes. Und ich habe sogar eine Ausfahrt gefunden. Aber da gibt's keine fette Straße, wo man abbiegen kann ins Map-Innere. Dann kannst du mich erklären, dass ich mit dem Ding durch den Wald fahren muss. Irgendwo muss es einen Weg geben. Die Frage ist nur, wo. Ja, ich fahre den fetten Weg wieder zurück, da in der Hoffnung, dass es irgendwo Abzweigung gibt. Ja, da, ich habe da eine kleine Straße auf der Map, was du zahlen sollte. Ja, das ist ein Wanderweg da, ne? Ja, wahrscheinlich. Ah, ich glaube, da kommt jetzt was. Oder auch nicht. Ich habe schon mal bis zur Küste geschafft. Super, das ist ein ungestützter Baum und an dem bleibe ich jetzt hängen, oder was? Eh, den könnte ich einladen. Lol. Ja, hier wo ich bin, kommt man auf jeden Fall schon mal ins Wasser. Also ich war schon wieder fast ganz hinten beim Sehne. Na, ich fahr gerade am Strand. Und hoffe, dass ich nicht umkipp. Ja, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Es gibt auch sowas wie eine Kupplung? Nein, nur Getriebe. An sich zum Schalten. Das sind alles Automatik. Komm schon, Winde! Laut Map bin ich unter Wasser. Ja, könnte Tag werden. Also ich komme nicht mal mit Winde raus. Ah, Seni, hilf mir! Wo bist du? Ich bin nach rechts von dir! Ah, da drüben. Warte, ich schieb dich an. Bist du deppert, du steckst noch fest. Oh. Ich hab ein Problem. Ja, wir auch. Seni, hängst du oder was? Ja. Mein Problem sieht so aus. Ich lieg kopfüber im Wasser und das Holz liegt im Boden. Ah, am Boden. Nice. Okay. Das ist jetzt habe ich nur noch das Typ A Auto. Also du kannst es zurück in die Werkstatt teleportieren. Mit ist dann das Holz oben oder nicht? Nö. Ich glaube, ich habe es geschafft, mich rauszahlen. Auf die Map bei der Map ich auf das kleine weiße Punkt halt bei der Garage drücken. Wie mache ich die Map auf? F1. Sehen, ich hab's geschafft. Nice. Ah, da kommt der Ex, okay. Ja, ich hab von da bis oben keine einzige Straße gesehen, die da irgendwie ins Landesinnere führt. Ja, du musst durchs Wasser. irgendwo. Ja, es gibt auch keinen Weg, der zum Wasser führt. Kann man nicht da irgendwie weiter? Ich fahr da gerade rüber Richtung Wasser. Ja, aber ich hab das... Fest. Eben. Aber ich stehen bleiben bin ich jetzt auch wieder mal fest zur Abwechslung, ne? Das ist genau unser Job. Und wo kann ich mich anhängen? Weil ich bin nirgends, ne? Alter, diese Kameraführung. Ja. Ist für den Hugo.
Wo hänge ich schon wieder fest? Ich sehe nichts. Oh, brauchst du auch keine Winde mehr. Ja, ich glaube, ich habe da jetzt ein Baumproblem. Ah, da oben geht's dir wirklich weiter. Wo? Hier bei der Garage. Aber jetzt, wenn du zurückfährst, wirst du wahrscheinlich das Problem haben, dass dir die ganzen Bäume runterfallen. Ich zieh mal hinten am Anhänger an. Was für einen Sinn hat dieses Spiel eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Es ist wie 3 12-Jährige, die versuchen das erste Mal zu wichsen. So komme ich mir da gerade vor mit euch. Nehmen wir mal an, dann zieh ich dich rückwärts raus. Ja. Oh, ich glaube, warte. Oh. Nicht zu viel ziehen? Ich ziehe nicht mehr. Okay, ich glaube, wenn ich da jetzt gleich rechts fahre. Ja, da holst du mir noch ein bisschen was runter. Da hinten, so. Aber das Holz ist immerhin noch oben am LKW. Ja, voll. So, und was ist, wenn wir jetzt da weiterfahren? Ja, das müssen wir schauen. Aber den Boden habt ihr ordentlich schon zerlegt zum Holzlager. Moment, das war schon so. Das Holz war schon, der Weg war schon immer für Arsch. Ups, ich habe mir LKW gerannt. Zum Glück war es nicht meiner. Ist das eigentlich gut bezahlt? So ja. Wie wir uns die ganze Zeit ärgern, ja. Ich meine, wir könnten auch dorthin fahren, wo das Holz hinkommt und dort einfach Holz schlägern. Anstatt das muss die ganze Hocken da antun, normal, oder? Theoretisch ja, aber so ist er lustiger, da kann man sich mehr ärgern. Ja. Boah, der Weg ist aber auch wieder kaputt, Alter. Ich hab kein Problem, ich schieb die ganze Zeit bei dir hinten an. Ja, das ist eh gut. Ich glaube, im Singleplayer kann man das Spiel gar nicht schaffen, oder? Ich hab immer in die Map, was wir vorhin gespielt haben, bin ich immerhin schon mal übers Wasser gekommen. Ja, weil du Jesus bist, Mann. Und da drüben liegt irgendwo mein LKW am Dach. Und mein zweiter LKW auch, der dritte auch. Ah, ich glaube, ich kipp. Vielleicht. Oder so. Scheiße, Alter. Das, was mich am meisten schon gesagt ärgert, ist die Kamerasteuerung. Mit der kämpfe ich gerade am meisten. Ja, First Person wäre leiwand, wo du vorne drin sitzt. Ja. Ich verstehe auch nicht, wo du. Warte. Nein! Du bist in mir. Na, ich schätze mal die Entscheidung, warum Third Person und halt diese ganzen Erdveränderungen sind und so. Ja, eine richtige Third Person Sicht wäre super. Aber das da ist ja eine Chance. Ja, aber es ist wieder bearbeitet alles. Ich will weiter wegzoomen können. Weil sie Spieleentwickler zuschauen, weiter wegzoomen. So. Ich fühle mich von der Kamera verarscht, aber immerhin kann man auf der einen Seite das umschalten, zwischen vorne nach hinten so. Oder von hinten nach vorne. X, fahre ich jetzt rechts oder links? Schau mal auf die Map, schwarz. Ja. Aber in also circa. In 95 Meter ist der schwarze Wirbelwind da vorne, da können wir dann. Sehen wir dann was. Wenn du hier kurz wartest, fahre ich kurz vor und decke die Map mal auf. Ja, gefühlsmäßig glaube ich, muss ich da rechts fahren. In den dunklen Wald, nicht in den hellen. Aber wenn du mich überholen kannst, ohne dass ich umstürze, dann schau halt. So, ich hab's mal erfolgreich geschafft, da Baumstämme mitzunehmen. Echt cool. So, schau auf die Map, es ist gleich aufgedeckt. Da vorne ist ah, da ist der Wirbelwind. Ich hab das immer auf der Map gesucht, aber nach was redest du? Aber jetzt check ich das natürlich. Und jetzt sehen wir es gleich.
Falls ich da drüben aus dem Wasser wieder rauskomme. Ja. Na? Ah ja. Und ich habe recht gehabt. Rechts abbiegen. Ja, aber sehen tun wir trotzdem nicht viel. Ja, aber wurscht, das geht schon mal in die Richtung. Aber links hat man eine coole Brücke, wo wir drüber fahren könnten. Ja, aber da wissen wir nicht, wo es hinfahrt. Wir wollen ja da rechts rüber. Ich biege da jetzt mal rechts ab, in der Hoffnung, dass nichts passiert. Wie beschädigt bist du? Das hast du eh ganz unten stehen, der zweite. Wie was? Wie beschädigt bist du? Na gar nicht, ich bin der Hero. Ach, jetzt check ich, warum die so eine komische Kamera an sich gemacht haben. Damit du links und rechts jederzeit auf die Reifen schauen kannst. Ja, aber trotzdem wäre es cool, wenn wir Scheiße! Wenn man ein bisschen eine andere Kamera machen könnte auch. Alter. Hast du wirklich rechts oben durch den Berg? Ich? Ja. Naja, durch den Berg nicht, ich wollte eigentlich darauf, aber. Wieso fährst du nicht die Strecke, was ich gefahren bin, da kommst du vorne genauso rüber. Ja, damit wir ein bisschen was zum Lachen haben da. Den leichten Weg können wir immer gehen. Ich denke mir schon ganz Zeit, wo bleibt denn der? Ja, wie ich die Map aufdeckt habe, habe ich ja gesagt rechts. Jetzt ein Stück nachfahren, da wo ich fahre, dann werde ich kommen. Wie schaltet man alle Reifen ein? Mit E machst du alle was. Ja. So eine Frage kann nur von einem Nicht-Führerschein-Besitzer kommen. Wie schalte ich alle Reifen ein? Wie süß. Theoretisch hätten wir so intelligent sein sollen und die ganze Map mal aufdecken, bevor wir Holz fahren. Ja, wir sind ja produktiv, wir machen alles in einem. Das passt schon so. Falls wir eine zweite Garage finden, habe ich schon mal 2 von 4 Punkten, damit die Garage freigeschaltet wird. Okay. Und wir dort spawnen können. Nice. Okay, ich fahre da gerade an einem blau gestrandeten Wagen vorbei, ich glaube, das war mal meiner. Könnte sein. Ich bin auf jeden Fall mal an einem See. Ich werde mal stehen bleiben mit meinem Auto und eine kurze Rauchpause machen. Und euch auf die nächste Folge verweisen. Denn wir sind schon wieder über der Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Oha. Servus.